In Österreichs Bundesliga hat es für ihn immer nur den Last gegeben. In Deutschland ist er sowohl bei Arminia Bielefeld als auch bei 1860 München und Eintracht Frankfurt stets zum Fanliebling geworden. Und auch für Österreichs Nationalteam hat er seine leider oftmals lädierten Knochen gerne hingehalten. Vielen Dank, Markus Weißenberger, dass Sie uns heute hier bei sich zu Hause in Linz empfangen. Gerne. Hallo. Markus, seit dem Ende Ihrer aktiven Karriere ist es in Sachen Fußball relativ still um Sie geworden. Eine Trainer- oder Funktionärslaufbahn haben Sie, meines Wissens zumindest, nie eingeschlagen. Wieso eigentlich? Ja, wieso? Mein Traum war eigentlich schon einmal, dass ich vielleicht Trainer werde. Mhm. Aber dann mit 35 bin ich eigentlich so draufgekommen und nach den ganzen Gesprächen mit meinem Berater, mit Max Hagmeier, dass mich eigentlich das Beratergeschäft sehr interessiert. Und da bin ich bei ihm mit in der Firma eingestiegen. Und es hat eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Und das Trainer, entweder wird man Trainer, wo man hundertprozentig dahinter steht, dass man sagt, okay, man will auch als Trainer erfolgreich sein, dann wird man nicht nur in Linz bleiben, sondern man ist wieder viel unterwegs. Und dadurch, dass ich ja doch Kinder habe und in Linz mich sesshaft gemacht habe, wollte ich eigentlich in Linz bleiben. Und ich denke schon, dass es ein mitentscheidender Grund war, warum ich keine Trainer oder auf Laufbahn eingeschlagen habe. Mhm. Dieser Abstecher in die Sportmanagementagentur Ihres ehemaligen LASK-Managers und Trainers und Beraters Max Hagmeier, die hat aber jetzt nicht allzu lange gedauert, wie ich gehört habe. Na, die waren 6 Jahre, war ich eigentlich bei ihm in der Firma. Und hat riesen Spaß gemacht. Man hat einmal wirklich das Fußballgeschäft, was hinter den Kulissen gespielt wird, gesehen. Ich war viel unterwegs, eben mit Max in Deutschland, in Italien. Wir haben viele Spiele angeschaut, Talente gesucht, die zu probiert zu unter Vertrag zu bekommen, die weiterzuentwickeln. Und ja, hat riesen Spaß gemacht, aber wie gesagt, es war wirklich schöne 6 Jahre, aber sehr intensive Jahre und ich wollte einfach auch ein bisschen mehr Zeit haben für die Familie. Mhm. Das war auch ein Grund dafür, warum ich dann gesagt habe, ich höre auf. Und ja, so ist halt dann zu Ende gegangen nach 6 Jahren. Aber alles im Guten? Ja, alles im Guten, ja. Okay. Wenn es jetzt inzwischen keine Berührungspunkte mehr mit dem Profifußball gibt, was machen Sie nun eigentlich beruflich? Oder haben Sie finanziell jetzt ohnehin schon ausgesorgt durch Ihre Zeit in Deutschland bei Arminia Bielefeld, 1860 München und Frankfurt, beziehungsweise den Sportberaterposten? Nein, es ist finanziell ausgesorgt sicher nicht. Uns geht es sicher ganz gut, keine Frage, aber ich bin ein Vorbild für meine Kinder, aber auch für andere Jugendliche und ich bin jetzt in einer Personalvermittlungsagentur hier in Linz, in Leonding, bei der Fast Personal Service. Seit Februar. Ich glaube, das sieht man auch beim Kragen. Genau, ja. Und da bin ich seit Februar jetzt dabei und im Endeffekt gefällt mir das, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, egal ob es jetzt der Kunde ist oder der Arbeiter selber. Und es macht riesen Spaß, ist viel zum Lernen, muss man wirklich sagen, hätte ich mir vorher nicht so gedacht. Mhm. Und ja, und ich hoffe, dass es aber auch länger dabei bleibe. Also es ist eine Ausbildung, was ich da mache, weil man kann ja nicht einfach sagen, bumm, jetzt bin ich Arbeitsvermittler oder Personalvermittler, sondern es ist eine Ausbildung und da gehört genauso Kurse dazu und dann mit einer Prüfung und dann, das wird knapp 1,5 Jahre dauern und dann, ja, dann geht es weiter. Mhm. Wie darf man sich den auf dem Feld stets quirligen Markus Weißenberger so als Büromensch vorstellen? Will das da nicht Ihnen? Nein, eigentlich nicht. Ich bin ja draußen unterwegs. Ich fahre natürlich auch zu Kunden, zu den Baustellen. Man muss ja auch schauen, wie die Arbeiter, was wir haben auf den Baustellen, wie sie arbeiten, ob das funktioniert. Mhm. Es gibt auch immer wieder Probleme, da muss man auch Lösungen finden. Es ist, wir haben auch viele Arbeiter eben aus Polen, aus der Tschechei und Ungarn. Und da muss man auch schauen, dass sie wirklich das alles verstehen. Wir legen sehr viel Wert auf Qualität, dass alle Deutsch sprechen. Und da gibt es halt ab und zu auch Probleme auf den Baustellen und da muss man halt Lösungen finden. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann muss man halt den Arbeiter wegnehmen und dann einen neuen bringen. Und das sind spannende Aufgaben und nur im Büro sitze ich natürlich nicht, aber bin auch oft im Büro, weil es gehört genauso dazu, Angebote zu schreiben, aber auch genauso neue Arbeiter zu finden. Mhm. 144 Spiele haben Sie in Österreichs höchster Spielklasse absolviert und in allen diesen 144 Spielen haben Sie das Dress des LASK getragen.
Zieht es den Markus Weißenberger auch Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere noch ins Linzer Stadion zum Last? Na, ich gehe gerne ins Stadion, gerade jetzt, wo die Europacup-Spiele waren, wo es natürlich sehr spannende und sehr gute Spiele waren, das LASK, und da ist man natürlich schon mit dem Herzen dabei, und ich gehe gerne mit meinem Sohn, mit meiner Frau, meiner Tochter ins Stadion, weil sie sind ja auch fußballbegeistert, die haben das ja jahrelang mitbekommen, und ja, da kann man zu Fuß sogar ins Stadion gehen, wo wir wohnen, und das ist ideal. Markus, erst vor wenigen Wochen, gerade zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs in Österreich, haben Sie Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu im Nachhinein. Für Altherrenpartien scheinen Sie eigentlich trotz Ihrer 45 Jahre auf den ersten Blick viel zu gut beieinander zu sein. Oder täuscht der Eindruck leicht? Er täuscht leicht. Ich spiele schon ab und zu bei der Coppa Pelé mit. Okay. Aber da muss man trotz allem eine gute Fitness haben. Also muss ich auch wieder mehr trainieren, was auch nicht schadet für die Figur. Und ja, von den auch Knochen her... Auch wenn man von Herrn Weißenberger jetzt gerade nicht viel mehr sieht. Ich habe ihn vorher gesehen, also ich könnte nichts aussetzen dran. Meine Frau mehr. Nein, aber es ist auch gut, wenn man wieder ein bisschen mehr Sport macht. Das Laufen wird zwar immer ein bisschen schwieriger durch die Gelenke und das Ganze. Da hat man doch Abnützungen. Und so bin ich halt mehr am Mountainbike unterwegs oder ein bisschen beim Wandern. Und ab und zu mal ein bisschen ein Kickerl bei so einer... Treflinger Altherrenmannschaft, bin ich ab und zu dabei, und ja, das macht Spaß. Schütteln Sie da auch noch immer Zuckerpässe aus Ihrem Fußgelenk? Ab und zu. Nicht mehr so oft, aber ab und zu. Sie erwarten sich immer Wunderdinge, die anderen Spieler, aber wie gesagt, ohne körperliche Fitness kann man auch da nicht gut spielen, und das ist mein Ziel, dass ich da auch wieder ein bisschen fitter werde, dass da das besser wird. Okay. Apropos Zuckerpässe, die haben Sie über die meiste Zeit Ihrer Karriere in Deutschland verteilt. Für Arminia Bielefeld knapp 2 Jahre lang, für 1860 München, das waren, glaube ich, knapp 3 Jahre, und für Eintracht Frankfurt, das waren dann knapp 4. Hand aufs Herz, wo haben Sie die schönste Zeit Ihrer Karriere in Deutschland erlebt? Ja, die sehr, sehr, sehr in Bielefeld war natürlich von meiner Sicht einmal sicher ein Traum, was in Erfüllung gegangen ist. Und wir sind zwar mit der Arminia damals abgestiegen, aber für mich persönlich war es eigentlich das beste Bundesliga-Jahr. Da habe ich 9 Tore, 12 Assists gehabt, da war ich Dritter in der Scorerwertung in Deutschland. Das ist auch unmittelbar nach Ihrem Wechsel vom LASK. Genau, das war sicher das Besonderste für mich. Die schönste Zeit, wo ich wirklich sagen muss, war dann in Frankfurt, wo wir dann aufgestiegen sind in die Bundesliga, wo wir am Römer oben gestanden sind, vor 30.000 Leuten unten. Also war ein Bombengefühl. Und dann natürlich auch das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Das war 2006. Und da gibt es ja auch eine Anekdote mit dem Franz Beckenbauer, soweit ich weiß. Genau. Der hat nach dem Spiel hat er im Interview gesagt, er ist froh, dass der Markus Weißenberger nicht früh ins Spiel gekommen ist. Dann hätte das Spiel vielleicht noch kippen können. Sie sind nicht 10, 15 Minuten? 15 Minuten vor Ende Schluss gekommen. Genau, ja. Fühlt sich schon gut an, oder? Fühlt sich gut an. Ich hätte lieber von Beginn an gespielt. Das war natürlich, die Enttäuschung war groß, weil ich eigentlich in den Pokalspielen davor fast jedes von Beginn an gespielt habe und viel mehr gespielt habe. Und im Finale hat er sich halt anders entschieden, der Trainer. Aber so ist das Fußballgeschäft. Ja. Verfolgen Sie das Geschehen bei Ihren deutschen Ex-Clubs ehrlich auch noch? Hängen Sie da emotional irgendwie drinnen? Ich meine, bis auf 1860 München haben ja sowohl Arminia Bielefeld als auch Eintracht Frankfurt vor allem in jüngster Zeit doch auch sehr gute Phasen hingelegt. Nein, auf jeden Fall. Da ist man immer noch verbunden. Man verfolgt es natürlich schon, Bielefeld, die 60er genauso. Und Frankfurt natürlich auch, weil doch da jetzt Österreicher wieder spielen und ein österreichischer Trainer dort ist. Sie waren ja in Österreich da im Trainingslager, da haben wir ja in Wels oben dann ein Spiel gemacht. Windischgarsten, glaube ich, sind die regelmäßig gewesen. Genau, und in Wels war dann ein Spiel, da war das Vorspiel dann so Altherrenmannschaft aus Deutschland gegen Österreich, und danach hat Eintracht Frankfurt gespielt, und das war natürlich super. Man hat ja doch noch einige Weggefährten getroffen bei der Eintracht. In über 500 Profispielen in einem Zeitraum von 6.862 Tagen, ich habe es nachgezählt, von der Premiere bis zur Abschlusspartie, wer ist für Sie der unangenehmste Gegenspieler gewesen, gegen den Sie jemals antreten haben müssen? Hat sich da irgendein Wadelbeißer ganz besonders in Ihr Langzeitgedächtnis hineingetackelt? Ja, das ist mir immer noch im Kopf. Das war mein erstes Bundesligaspiel in Deutschland. Das war auf Schalke. Okay. Und da hat der Yves Eigenrauch, war da
Und er war halt abgestellt auf mich und ich habe mir eigentlich nach dem Spiel gedacht, das kann es nicht gewesen sein, wie schlecht habe ich gespielt und so. Das war wirklich kein gutes Spiel von mir, aber da ist man wirklich auf Schritt und Tritt nachgelaufen und das war ich so eigentlich nie gewohnt. Aber da hat man auch aus diesem Spiel dann gelernt. Aber das ist mir hängen geblieben eigentlich. Okay. War auch in dem Sinn unangenehm, also irgendwie mit, dass er, wie soll man sagen, faul gespielt hat oder einfach weil er immer nur da dran war? Der hat eigentlich keinen Ball annehmen lassen, der war immer da, der hat immer gezogen am Trikot, ein bisschen auch gezwickt leicht, wie es halt war in der Bundesliga. Also nichts Gemeines, aber nichts Gemeines, aber einfach unangenehm. Du hast dich umgedreht und bist eigentlich ihm reingelaufen, also du hast keine Luft gehabt zum Atmen und das war schon eine Umstellung dann. Ja. Wo es unangenehme Gegenspieler gibt, da gibt es auch Spieler, mit denen man hervorragend harmoniert oder bei denen man einfach selbst immer wieder gerne zugeschaut hat. Wer war der beste Mitspieler, mit dem Sie jemals zu tun hatten? Ja, dort muss ich sagen, wirklich viele geben. Was für mich besonders war, war natürlich mit dem Thomas Hässler bei 60 gespielt zu haben, der da viel zeigen hat können, gerade von seinen Freistößen, was er geschossen hat, hat er da viele Tipps geben können. Also das waren schon, da war Schucker genauso bei 60, es war faszinierend, was der eigentlich noch geleistet hat dann und was er da zeigen hat können. Der damals eigentlich schon, der war schon über 30. Er war schon weit über 30, aber man hat einfach beim Training gemerkt, was er eigentlich und wo er gespielt hat. Mhm. Also das hat schon sehr viele gegeben. Es war ein Bruno Labbadia genauso in den ersten Jahren in Bielefeld, der mich immer auf die Seite genommen hat und gesagt, hey, da muss mehr machen und bleib heraus, ich brauche noch ein paar Flanken. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass du dich halt immer stetig weiterentwickelt hast. Haben sich aus Ihrer aktiven Zeit beim SV Spital, beim LASK, bei der Arminia, bei 68 München und bei Eintracht Frankfurt eigentlich auch Freundschaften erhalten, die bis heute existieren? Ja, schon. Ich bin schon ständig in Kontakt, zum Beispiel mit Martin Stranzl. Da sind wir ja gegenseitig die Trauzeugen. Haben uns bei 60 eben kennengelernt und auch mit dem Tormann von 60, mit dem Michael Hoffmann, Dorm Hoffmann. Also man hat immer einen Kontakt. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil ich ja nicht mehr so im Fußball unterwegs bin. Da war ich viel in Deutschland unterwegs, haben wir sich getroffen. Aber man hat schon immer wieder Kontakt und zu Mitspielern. Auch aus Bielefelder Zeiten her noch Alexander Klitz-Behrer. Also man hat immer wieder mal ein Telefonat mit denen und ab und zu sieht man sich ja auch, wenn irgendwo mal ein Fußballspiel ist, gerade wenn sie Trainingslager in Österreich sind, bin ich ja doch ab und zu auch dort, wenn ich weiß, da sind ehemalige Mitspieler oder Freunde da. Jetzt haben wir gerade vorhin über schöne Zeiten gesprochen, aber es gibt im Fußball, wie im Leben allgemein, auch weniger schöne. Es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen. Was waren die bittersten Momente Ihrer Karriere? Ja, die bittersten Momente waren immer die schweren Verletzungen. Ich habe damals einen Verrenkungsbruch gehabt im Knöchel in München. Das war im letzten Jahr 2004 beim Training, wo ich dann fast 5 Monate ausgefallen bin, wo ich lang wirklich auch Probleme gehabt habe, auch jetzt noch Probleme mit dem Sprunggelenk. Und dann natürlich das letzte Spiel in Frankfurt 2008, wo danach die Europameisterschaft gewesen wäre und ich mir eigentlich bei einem Schuss habe ich mal die Sehne im Oberschenkel angerissen, wo dann falsch diagnostiziert worden ist. Da haben sie gesagt, das ist nur ein leichter Faserriss und ich habe mir gedacht, das könnte sich vielleicht ausgehen für die Europameisterschaft. Habe eigentlich nochmal alles probiert, aber erst bei genaueren Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Sehne eingerissen ist und fast abgerissen und da war natürlich. Also es gab nie eine Chance. Es gab nie eine Chance. Die Hoffnung wurde durch eine vielleicht nicht richtig gestellte Diagnose immer geschürt. Ja, aber ich habe immer gedacht, das gibt es nicht. Nach 2-3 Wochen, es ist noch nicht so gut, dass ich sagen kann, ich kann schmerzfrei laufen. Und dann haben wir es halt nochmal untersucht in München und dann hat es halt herausgestellt, dass es eingerissen ist und dann war es eigentlich. Also Sie wollten ja damals ja alles versuchen, soweit ich mich erinnern kann. Und im ersten Mal war die Enttäuschung natürlich groß, dass man nicht dabei war. Und dass man nicht nominiert worden ist, genau, vor allem zunächst einmal. Und die Diagnose wurde erst nach der Entlassung aus dem Teamkader dann gestellt. Und dann, ja, also ich könnte mir vorstellen, zunächst auf doch ein bisschen ein Grant, vielleicht auch ein Teamchef. War ein Grant dabei, gebe ich zu, wo ich auch gewisse Sachen dann gesagt habe, eben aufgrund dieser anderen Diagnose, wo ich aber dann auch
danach auch mit dem Hickersberger dann auch gesagt habe, okay, wenn ich das gewusst hätte, wäre es für mich gar kein Thema gewesen. Aber, ja gut, das ist auch, aber ja, so ist ja auch nur menschlich dann. Ja, also ist ja ein, wie soll man sagen, ein Lebensereignis für einen Fußballer dann, eine Heime eben dann und dann ist wohl nachvollziehbar. Genau. Ja. Generell, Sie sind in 29 Länderspielen für Österreich aufgelaufen, haben dabei aber nur 8-mal über Sieger jubeln dürfen. 5-mal gab es Remis, 16-mal wurden die Partien verloren. Natürlich liegen die Siege nicht in Ihrem Spiel begründet und genauso wenig die Niederlagen. Aber ist es nicht frustrierend, dass Ihre Laufbahn genau in dieses Zeitfenster hineingefallen ist, in dem der österreichische Fußball nicht wirklich gut drauf war? Einmal immer vorsichtig. Nein, ich war eigentlich immer zuerst immer stolz, wenn ich einberufen worden bin, wenn ich für Österreich spielen habe können. Sicher war das eine schwierige Zeit. Das war nach der Weltmeisterschaft in Frankreich, ist der große Umbruch einmal, hat dann stattgefunden und das war halt nicht so einfach. Es waren zwar gute Spieler dabei, aber wir hatten nicht so viele Legionäre einfach und das hat man dann sicher in den einen oder anderen Dingen gemerkt. Der Fehler wurde vielleicht vorher schon gemacht. Man sieht es ja jetzt heuer, wie viele routinierte Spieler dabei sind, aber wie viele junge Spieler schon auch spielen, wie viele da nachrücken mit 19, mit 20, mit 21. Das hat es halt früher zu meiner Generation damals nicht gegeben, 98. Und da haben wir auch wirklich sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Ich weiß, wir haben ein super U21-Nationalteam gehabt, aber von unserem U21-Nationalteam, es hat lange gedauert, bis da mal jemand reinkommen ist. Vielleicht hätte man schon da früher den einen oder Jungen dazunehmen sollen, dass er das Umfeld kennenlernt, dass er vielleicht auch mal in einem Freundschaftsspiel schon eingesetzt worden wäre. Dass ich mit einem Schlag dann praktisch dann genau, die Hälfte der Mannschaft wegfällt. Genau, ja, genau, und dann auf einmal soll es wieder funktionieren, das war schwierig, aber man hat es probiert, aber es hat halt Jahre gedauert, bis dann einmal wieder das besser geworden ist. Und dann noch dazu praktisch das Tüpfelchen auf dem, wenn man so will, dann das Verpassen daheim eben, also das Einzige, das dann praktisch das Ganze noch gerettet hat. Ja, das wäre super gewesen, aber die Mannschaft war damals aber auch nicht so schlecht, muss man schon sagen. Man hat da die Chancen gehabt in den Spielen, muss man ja sagen, der Martin Harnik und. Mit ein bisschen mehr Glück wären wir vielleicht sogar aufgestiegen, aber so ist halt im Fußball. Wer die Tore nicht macht, der bekommt sie und das wird sich immer so. Das Phrasenschwein. Genau. Oder wie es gerade ist, einen Phrasenelefanten dann. Aber so ist es wirklich, man kann es auch jetzt noch in den Spielen verfolgen. Ich habe mir jetzt Eintracht Frankfurt angeschaut zu Hause. Im Fernseher gegen Freiburg. Die haben riesen Chancen ausgelassen, sind dann 3-1 hinten auf einmal und zum Glück noch 3-3 gespielt. Aber da sieht man, es ist einfach schwierig und es ist ein schwieriges Jahr heuer für die Eintracht. Ja. Lassen Sie uns ein bisschen zurückblättern in den Annalen der Geschichte. Erinnern Sie sich noch, wann und gegen wen Sie in der Bundesliga zum ersten Mal das LASK-Dress getragen haben? Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin verletzt zum LASK gekommen und mein erstes Spiel beim LASK. Nein, würde mir nicht einfallen, aber ich würde. Ich weiß nicht, ob es der GRK war, aber bin mir nicht sicher. Es war der GRK. War der GRK, also wenn meine Recherche stimmt und davon gehe ich jetzt einmal aus, dann war es der 19. August 1995. Dass ich da mit dem LASK gegen den GRK gespielt haben und eingewechselt worden sind für den Rudi Gusnik. Ja, weil die haben ja davor einen Bänderriss zugezogen bei meinem ersten LASK-Spiel. Das war in dem Wii Cup damals noch, gegen Patrick Distle, habe ich mir einen Bänderriss zugezogen. Da bin ich schon einmal ausgefallen und das war dann eben das erste Spiel, wo ich dann zurückgekommen bin. Sind Sie generell ein Mensch, der so gerne an Vergangenes denkt, eigentlich in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit lebt, ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen zurückdenkt auch, oder ist das? Man denkt schon zurück, Es ist ja auch so, dass Freunde auch immer wieder, wenn sie hier sind, fragen, hey, wie war das damals früher und auch der Sohn oder die Tochter genauso. Die wollen natürlich auch gewisse Sachen erfahren oder wie das war. Gerade die Tochter war noch zu klein, wo wir in Deutschland waren, in Frankfurt. Wie das halt war in den Stadien und da haben wir halt ab und zu noch ein paar Videos angeschaut. Und jetzt kommen ja von Neffen und so, die wollen natürlich auch wissen, wie das war als Fußballprofi. Und ja, da erzählt man natürlich schon gern, auch weil man ja selber als Fußballer viel erlebt. Können Sie sich noch denken, wer da zu der Zeit auch beim LASK Ihre Mitspieler waren? Fallen Ihnen da noch ein paar Namen ein? Ja, also mein Bruder hat da gespielt, der Thomas da Weißenberger.
Dann der Jürgen Kautz war da, der Jürgen Barnes. Dann später sind dann die Norweger dazugekommen. Dann war der Sascha Medlitzki, Walter Hochmeier, Kurt Ross. Dann war noch der Goran Katalja. Der Dubajic war dann noch hier, der Dusbarer. Der Hannes Stromberger, dann war noch der Ewald Brenner, wo dann die Fusion war. Dann war der Pavlovic, dann der Milinkovic. Also fallen mir schon noch viele Namen. Friedrich Riese, ja. Dangen. Also, war, ich habe gerade gestern auch einen Freund getroffen und da haben wir über diese Zeiten auch gesprochen, von 95 bis 99, wie wirklich lässig das war. Da, ja. So viel zum Thema, sie leben in der Vergangenheit oder leben nicht in der Vergangenheit. Ja, sie nicht. Kennen sich aus, sie ja. Kennen sich aus, ja. Dann denke ich mal, dann wissen Sie auch, gegen wen, gegen welchen Club Sie Ihr erstes Tor in der Bundesliga geschossen haben. In Österreich? In Österreich, ja. Puh. Deutschland habe ich mal gemerkt, in Österreich. Entweder war es Rapid Wien oder Sturm Graz, aber ich würde tippen auf Rapid Wien. Auswärts. Richtig, auswärts, die 1-0-Führung, am Ende war es dann vorbereitet von meinem Bruder, glaube ich. Es war noch dazu die Saison, in der Rapid ja eigentlich dann im Europacup, da glaube ich, am Ende dann toll durchgestartet ist. Also, aber ja, genau. Es hat schon was getaugt, glaube ich. Es fällt doch noch ein. zwischendurch mal eine womöglich ganz blöde Frage. Wir sind jetzt bei knapp 25 Minuten, die wir miteinander sprechen, und von Ihrem Zungenschlag her hätte ich bis jetzt nicht darauf geschlossen, dass Sie gebürtiger Vorarlberger sind. Können Sie überhaupt noch Vorarlbergerisch sprechen oder ist es vollkommen von Ihrer Festplatte gelöscht? Es ist nicht vollkommen gelöscht, aber es ist schwierig, wenn man in Oberösterreich ist, dass man den Dialekt wieder reinbekommt. Ich müsste wieder längere Zeit in Vorarlberg sein, dass ich das reinkriege. Ein paar Ausdrücke sind schon noch immer da. Aber es war halt schon immer so, wo ich mit 16 weg bin, von Vorarlberg nach Kärnten, haben wir da schon umstellen müssen, weil du hast keine Lust gehabt, dich immer zu wiederholen. und in Deutschland war es ja dann ganz extrem. Ja. Deswegen habe ich mal dann probiert, doch mehr nach der Schrift zu reden. Ja, es ist. Und jetzt zurückgehen auf den Dialekt. Viele sagen, das ist so niedlich, wenn man Vorarlbergerisch spricht, aber ich komme da nicht mehr rein. Okay. Da müsste ich draußen leben. Ja. Ist klar. Aber Sie haben es gerade angesprochen auch, Bruder Thomas und auch die Kärntner Zeit. Was verbindet die Vorarlberger Brüder Weißenberger eigentlich mit Kärnten, mit dem kärntnerischen Spital an der Drau? Für Sie und Ihren Bruder ist ja das Karrieresprung jetzt sozusagen gewesen, genau, dann in den Profifußball. Da gibt es ja den Philipp Donano, den Jüngsten von uns. Und der hat nicht angefangen in Spital. Nein, genau, der hat woanders angefangen. Ja, mein Papa ist Kärntner. Der ist von Kärnten nach Vorarlberg auch rausgezogen und früher war es halt so, dass halt junge Talente schwieriger wegkommen sind aus Vorarlberg und Spital an der Drau, eben der Messner, ich weiß nicht, ob es der Kurt Messner war oder der Hubert Bründler, der war damals Tormann-Trainer, der hat irgendwie eben den Namen Thomas Weißenberger gehört und der ist halt dann einmal runtergekommen und ich bin dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre danach runtergekommen. Ja, und so hat sich das halt dann ergeben und ja. Für unsere jüngeren User muss man vielleicht dazu sagen, dass der SV Spital von 1982 bis 1999 ja Dauergast in der zweiten Liga war. Also genau. Es war ein guter Name im österreichischen Fußball. War ein wirklich guter Name, wir haben auch sehr, sehr gute Spiele unten gespielt. Es war der Arnold Freisecker unten, der dann in die Bundesliga zu Salzburg gekommen ist und bei der Admira dann auch gespielt hat. Dann war ein Jasmin Ceko, der früher in der jugoslawischen Nationalmannschaft gespielt hat, in Spital. Und an Oblak. Hat auch gespielt in Kärnten, aber vor meiner Zeit. Also Kärnten, das Spital war immer eigentlich eine sehr angesehene Mannschaft, aber haben dann hinten raus wirtschaftlich einfach dann nicht mehr so geparkt, und dann sind sie abgestiegen und dann wird es immer schwer, wieder hochzukommen. Die nehmen Comeback sozusagen. Es ist schwierig. Sie wollten es zwar, aber es ist nicht so einfach oft. Ja. Jetzt einmal losgelöst von Ihrem damaligen Wechsel von Spital zum LASK. Wenn Sie jetzt und hier auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es etwas, wofür Sie sich in eine Zeitmaschine setzen würden, um Ihr jüngeres Ich in der Vergangenheit umzustimmen? Oder generell irgendetwas, wo Sie sich wünschen würden, dass es anders gelaufen wäre? Eigentlich nicht. Ich denke da jetzt dann, ich habe da auch gelesen, dann es soll ja Interesse von AS Rom gegeben haben, einstmals, oder von Sturm.
Es war alles rum einmal das Thema, ja, aber es ist dann irgendwo halt im Sand verlaufen, sage ich jetzt einmal. Das war halt damals. Also nichts, was Sie beeinflussen hätten können? Nein, das hätte ich jetzt nicht beeinflussen können. Also es hat damals eine Entscheidung gegeben, Brescia Calcio, wo ich noch beim LASK war, da hat es aber dann wegen der Ablösesumme ist da gescheitert und dann bin ich eben nach Bielefeld gekommen. Mhm. Was eigentlich auch der richtige Schritt, weil ich glaube, dass ich nach Deutschland ganz gut gepasst habe, auch von der Art und Weise zum Fußballspielen. Italien wäre auch reizvoll gewesen, brauchen wir nicht reden, aber das wäre Serie B gewesen und so bin ich in die deutsche Bundesliga gekommen. Aber ich müsste ehrlich sagen, jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte irgendwas anders gemacht. 2007-2008, kurz vorm Karriereende, hat es allerdings auch in Deutschland noch Interesse aus Mainz gegeben. Und damals hat der Trainer wie geheißen in Mainz? Der Klopp. Ja, Klopp. Ja, der Max Hagmar hat mir eben gesagt, nein, der Klopp möchte mich halt holen nach Mainz, war aber in der zweiten Liga. Man muss dazu sagen, Jürgen Klopp war damals jetzt nicht der große Name, jetzt vielleicht wie er. Nein, aber man hat es natürlich auch man hat gewusst, dass er das taugt. Ja. Genau, und da war halt meine Entscheidung, ich möchte 2008 einfach wieder zurück nach Österreich. Der Sohn kommt in die Schule. Mhm. Ob das die richtige Entscheidung war, das kann man sowieso nicht mehr beeinflussen. Mhm. Durch die Verletzungen, was ich dann gehabt habe, ich weiß nicht, ob es in Mainz passiert wäre. Man kann es nicht sagen. Also das war einfach so ein Bauchentscheid heraus. Und wie gesagt, ich wollte nochmal in Österreich spielen. Ich war dann doch schon 33 und wollte da nochmal beim LASK eben Erfolge feiern. Aber ist leider alles anders gekommen. In der Saison 1997-98 haben Sie beim LASK mit Per Brogeland einen Mann erlebt, der heutzutage als Systemtrainer gepriesen werden würde und der damals als erster überhaupt in Österreich ernsthaft auf die Viererkette gesetzt hat. Auf Platz 4 liegend, ich glaube es war Platz 4, ist er im März 1998 allerdings gefeuert worden. Kurioserweise nach einem 5:0-Sieg gegen Rapid. War die Zeit damals nicht reif für so einen Trainer in Österreich? Na, die Zeit war schon reif, weil sie haben ja deswegen auch geholt, weil sie einfach einen moderneren Fußball spielen wollten. Zunächst. Und hat auch funktioniert alles. Mhm. Also wir haben uns auch stetig weiterentwickelt. Die Erfolge sind eigentlich dann schon gekommen. Und dann ist die Entscheidung gekommen, eben, dass der Otto Baric am Markt war. Brauchen wir nicht reden. Otto Baric, sehr, sehr guter Trainer. Und diese Chance wollten sie halt nützen. Und da haben sie natürlich dann auch gemacht. Vielleicht war es unglücklich, nach dem 5:0 Heimsieg den Trainer zu entlassen. War natürlich vielleicht nicht gerade glücklich, die Entscheidung. Aber wir als Spieler man sowieso das nicht beeinflussen. Dazu muss man vielleicht dazu sagen, dass im Retourspiel unmittelbar darauf in Wien mit dem neuen Trainer verloren wurde. Ja, da war dann der Adam Kenzi auf der Trainerbank. Ja, war irgendwie dann klar, wenn ein neuer Trainer kommt, obwohl er nicht viel verändert hat. Aber Rapid natürlich trotzdem Rapid ist, wenn sie zu Hause spielen. Also ist die haben auch einen Trainerwechsel gemacht, übrigens zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Damit die sind von Ernst Okopil auf Harry Weber gewechselt. Ja, und eben, bei ihnen hat es besser funktioniert, der Trainerwechsel, als wie bei uns, kann man jetzt einmal sagen. Aber vielleicht war Enttäuschung bei uns da, weil ja doch viele Norweger bei uns noch waren, die dann gesagt haben, jetzt ist der Trainer weg. Wir haben eigentlich in Per Brogeland alle schon sehr, sehr muss ich wirklich ins Herz geschlossen gehabt, weil er war wirklich ein super Typ und es war auch der erste Trainer, was eine Videoanalyse gemacht hat, nicht mit dieser Technik von heute. Der hat sich die Videospiele, die Spiele 10-mal angeschaut und hat jeden Spieler einzeln rausgeschrieben, wie viele Ballkontakte, wie viele gewonnene Zweikämpfe, wie viele Fehlpässe. Das hat er alles detailliert selber raus. Ich habe mir da notiert, dass der Jürgen Kautz, hier oftmaliger Last-Mitspieler, einmal erwähnt hat, dass der Per Brogeland der erste Trainer gewesen sei, der ihm gelernt hat, was es heißt, sich taktisch richtig zu bewegen. Und der Jürgen Kautz war damals, ich glaube, sie sind ziemlich gleich alt, gleich alt, 23 Jahre alt. Also wenn man mit 23 zum ersten Mal erfährt, wie man sich taktisch richtig bewegt. Ja, das muss man, gerade in diesem System beim 4-4-2 oder beim 4-3-3, da, wie die Laufwege, wie man sich bewegen soll, wie weit rückst du zusammen und auseinander, war ganz was anderes, muss man einfach sagen. Und davor hast du halt einfach das alte klassische System gespielt. Hat man ungefähr gewusst, wie bewegen, aber man sieht es ja auch jetzt im modernen Fußball heutzutage, wie taktisch und wie die Spieler sich bewegen, wie die Abstände sind. Also, und das wird ja auch trainiert, bis man nicht mehr atmen kann. Mit welchen Trainern hat sich der Markus Weißenberger im Laufe seiner Karriere eigentlich besonders gut verstanden und Hand aufs Herz, ist es vorgekommen, dass Sie mit dem einen oder anderen, vorsichtig formuliert, weniger gut ausgekommen sind? Na, bin eigentlich mit allen Trainern immer gut ausgekommen. Okay. Sie haben eigentlich immer bei mir das Talent erkannt und sie haben eigentlich immer meine Einstellung auch gesehen, dass ich eigentlich immer
Gas gebe und mich immer weiterentwickeln wollte. Also ich hatte mit nie einem Trainer eigentlich ein Problem. Auch wenn, so wie in Frankfurt, gewisse Entscheidungen vom Trainer dann getroffen worden sind, spielt der Markus oder spielt der andere, obwohl es oft gegen mich war, war ich eigentlich nie ein Spieler, der aufgegeben hat. Das war Friedhelm Funkel? Genau, genau. Ja. Und da habe ich eigentlich nie aufgegeben und das hat der Trainer natürlich auch geschätzt an mir. Und ich habe auch immer gesagt, okay, ist die Entscheidung vom Trainer. Ich habe wieder eine ganze Woche Zeit, mich aufzudrängen beim Training und da habe ich immer Gas gegeben. Und da gibt es auch Geschichten, wo ich dann gemerkt habe, am Montag am Alten, schaut es aus, ich werde am Wochenende nicht spielen dann. Und das kann nicht sein. Und habe die ganze Woche Gas gegeben und am Spieltag selber hat dann der Friedhelm Funkel gesagt, zu einem anderen jungen Spieler, eigentlich hättest du heute von Beginn an gespielt, aber ich habe jetzt gesehen, wie du trainiert hast. Ich habe es dir am Montag gesagt, dass du spielen wirst am Wochenende. Und dann habe ich meinen Markus angeschaut, der das geahnt hat, dass er nicht spielt, wie der Gas gegeben hat. Entscheide ich mich wieder für den Markus. Und da muss ich sagen, war der Friedhelm Funkel ein Trainer, der wirklich auf das geschaut hat, wer trainiert, wer gibt Gas und wer ist besser auch drauf. Das ist wahrscheinlich hat er sich auch deswegen so lange gehalten im Trainer. Ja, das hat er super gemacht. Er hat auch immer, wenn er Spieler geholt hat, hat immer auf das Menschliche geschaut. Und das ist für mich eigentlich ganz ein wesentlicher Faktor heutzutage im Mannschaftssport. Einen Stinkstiefel in der Mannschaft will keiner haben. Der kann da ein ganzes Mannschaftsgefüge zerstören. Genau. Das hat er einmal gemacht mit einem Spieler. Das hat dann nicht ganz so funktioniert, aber der ist dann eh wieder gewechselt. Es gibt auch noch ein paar andere kultige Namen in Ihrer Trainer-Vita, sage ich jetzt einmal. Friedhelm Funkel haben wir schon erwähnt, Friedel Rausch beim LASK oder auch Hermann Gerland, der vor allem als Bayern-Co-Trainer ja zur Legende geworden ist und auch der Trainer war, der sie zu Bielefeld geholt hat, der sie offenbar auch schon zu TB Berlin holen wollte, was ich gelesen habe. Ja, da war einmal das und Thema. Bayern-Nachwuchs war das erste, da war ich beim Probetraining draußen und der hat dann gesagt, war vielleicht der Fehler von dem Berater, der mich da rausgebracht hat, der gesagt hat zum Gerland, ja, da kommt einer wie der Maradona, muss er gesagt haben. Und nach dem Training sagt er gerne so, ja, von Maradona hat er jetzt noch nicht viel gesehen. Ich sollte halt nochmal kommen. Okay. Aber ich habe da einfach mich nicht wohlgefühlt. Ich war noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, okay, ich fahre jetzt nochmal hin. Genau. Und ich gehe dann da raus. Und so habe ich mich halt dagegen entschieden, bin dann über Spital Linz nach Bielefeld gekommen. Und so hat sich eigentlich das dann geschlossen wieder, ja. Weil also Klaus hat er offenbar nie so ganz aus den Augen verloren. Naja, der Klaus Augenthaler war, glaube ich, Trainer beim GRK zu dieser Zeit auch und der Gerland hat mit ihm telefoniert und gesagt, gibt es in Österreich keinen Zehner. Also über die Bayern-Connection. Genau, und dann hat er gesagt, ey, beim LASK gibt es einen, schau dir den an und so ist das eigentlich dann zustande gekommen. Okay. Zum Abschluss hätte ich noch eine etwas intimere Frage für Sie. Bei all der bahnbrechenden Originalität und dem gefürchteten Humor der Deutschen ist es einstmals ja logisch gewesen, dass auch Sie einen Spitznamen abbekommen würden. Hand aufs Herz, sind Sie mit dem Alpenzwerg jemals warm geworden? War mir eigentlich egal. Okay. Es war mir eigentlich egal, weil wo ich nach Bielefeld gekommen bin, ist er gestanden, Alpenzwerg, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, das erste Gefühl, wo ich nach Bielefeld gekommen bin, in die Mannschaft, ich habe keinen gekannt, die haben mir alle angeschaut, was haben die quasi jetzt für einen Spieler geholt. So einen kleinen Zwerg und. 4 Monate später habe ich ihn sowieso als andere beweisen können, dass ich ein sehr guter Fußballer war draußen. Und habe auch die Spieler dann gefragt, was habt ihr euch damals gedacht, wo ich gekommen bin? Und haben sie gesagt, was sollen die für einen Zwerg, wie will sich der in der Bundesliga durchsetzen? Aber das Gefühl habe ich auch gehabt, wo ich angekommen bin. Und das war wieder dann so mein Ehrgeiz, wo ich gesagt habe, na wartet, euch zeige es, dass wir in Österreich Fußball spielen können. Und dann war ich eigentlich relativ schnell im Mannschaftsrat ja auch schon drin. Dann sage ich danke, Markus Weißenberger, für das interessante Gespräch. Gerne.